Sehr verehrte liebe Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich fange mal mit dem ersten Thema an. Da möchte ich Ole Plambeck durchaus recht geben, der zu Recht die Ampel da gelobt hat. Die Energiepreisbremsen, das war richtig, dass die eingeführt worden sind, ebenso wie die temporäre Senkung eben der Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme. Also waren richtige Entscheidungen. Und genau. Aber nun muss man natürlich aufpassen, wenn man jetzt pauschal, so wie der SSW sagt, lass mal das mal deutlich verlängern, man muss sich mal anschauen, Herr Harms, wie haben sich eigentlich die Großhandelspreise auf Gas in den letzten Monaten entwickelt? Und die haben sich einigermaßen normalisiert. Und außerdem sind zum 1. Oktober, also gerade vor wenigen Tagen, zwei Umlagen weggefallen, und zwar die Bilanzierungsumlage, immerhin 0,57 Cent, sowie die Konvertierungsumlage, okay, 0,03 Cent, aber ist auch Geld. Und auch diese Umlagen sind ja aus Gründen gestrichen worden, weil eben die Marktentwicklung gesagt hat, dass da eben momentan nichts erhoben werden muss. Nichtsdestotrotz sollte man aber unbedingt über das Thema Energiepreise in Gänze sprechen und auch weiterhin sprechen und das Thema nicht aus dem Auge verlieren. Und da ist ein ganz großer Punkt eben, das Energieangebot zu steigern. Und dann schauen wir uns mal an, was sagt eigentlich der SSW zu diesem wichtigen Thema. LNG lehnen Sie komplett mit Bausch und Bogen ab, wollen Sie überhaupt nicht. Verlängerung der Kernenergie auch überhaupt nicht. Und zum dringend notwendigen Hochlauf von Wasserstoff sowie der tiefen Geothermie ist vom SSW auch nicht zu hören. Da ist ja gerade der Hochlauf unbedingt zu beschleunigen und Innovation und neue Technologien voranzubringen. Und Entlastung, Herr Harms, Entlastung führt man zum Beispiel darüber, dass man die Stromsteuer senkt, Thema, über das man sprechen muss, Reform der Netzentgelte oder über das Klimageld, das ja spätestens 2025 kommen muss. Aber ich will mich jetzt auch nicht am SSW abarbeiten, die machen ja nichts. Ich komme jetzt mal zum SPD-Antrag. Da, die machen ja schon was, zweimal das Gleiche, aber gut. Und zwar jetzt wieder mal diese 2 Milliarden Euro, die im Raum stehen, zusätzlich für den Ausbau von Wärmenetzen, sollen zur Verfügung gestellt werden. Und mich haben schon die Aussagen der Kollegin Teck eben ein bisschen irritiert, was das Thema der Bürgschaften angeht. Also ja, da haben wir gemeinsam was beschlossen in der letzten Sitzung. Ein Sondervermögen ist mir da nicht bekannt, kann ja die Regierung sonst, wenn sie doch eins haben sollte, vielleicht mal kurz irgendwie erläutern. Aber wie gesagt, das sind unterschiedliche Paar Schuhe. Aber in der Tat muss man auch die Finanzministerin fragen, wo würden denn jetzt diese 2 Millionen, die Sie jetzt zusätzlich wollen, wo sollen die herkommen? Milliarden, wo sollen die herkommen? Aber den zweiten Punkt in dem Antrag, den finde ich sehr sinnvoll und zustimmungswürdig und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, dass man in Austausch kommt eben mit den Banken, gerade zu der Frage Finanzierungsbedingungen für Wärmenetze, was kann man da verbessern, was ist zu tun und das wird auch maßgeblich eben das Tempo bestimmen beim Thema Wärmewende. Und ganz wichtig auch der dritte Punkt, die verbesserten, ja da können wir auch mal klatschen, genau. Der dritte Punkt, die verbesserte Regulierung. Auch das ist ein ganz großes Thema. Da gibt es auch regionale Beispiele, wo eben die Preise sehr stark gestiegen sind. Und da sollte in der Tat die Landesregierung prüfen, wie transparent die Preise für Wärme und Verbraucher sind und sein sollten, um eben auch dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dann das Thema Landesinfrastrukturgesellschaft. Auch das ist ja so ein Dauerbrenner-Thema von der SPD. Da will ich nur erwähnen, dass es ja auch ein Kompetenzzentrum für klimaneutrale Wärmeerzeugung geben soll. Ich gebe zu, das ist ja nicht mein Problem, das Problem der Regierung, das dauert schon so ein bisschen lange. Also ist ja im Januar beschlossen worden und da ist jetzt immer noch nichts Konkretes gekommen. Da würde mich gleich, Herr Minister, interessieren, wie sieht da der Zeitplan aus? Wie soll das Ganze finanziert werden? Wie viele Stellen soll das ganze Thema überhaupt bekommen? Wenn Sie das gleich nicht tun, stelle ich eine kleine Anfrage, ich muss nur noch auf Senden drücken. Aber vielleicht kommt das ja gleich. Und ich hoffe wirklich sehr, und das meine ich ganz im Ernst, dass das Kompetenzzentrum Wärme eben nicht so eine One-Man-Show wird wie das Kompetenzzentrum für eine klimaeffiziente Landwirtschaft. Weil das ist wirklich gar nichts, meine Damen und Herren. Ganz klar ist für uns... Ach so, okay. Ganz klar ist für uns, meine Damen und Herren. Ganz klar ist für uns. Ja, ist doch wunderbar. Ich lasse mir noch ein bisschen Zeit. Was wollte ich noch sagen? Ach so, wir haben noch einen Alternativantrag der Koalition. Der, und das hat mich tatsächlich überrascht, der ist überraschend gut. Dem können wir zustimmen. Ich glaube, er ist so gut, weil dort natürlich auch viele Punkte angesprochen worden sind, die unter Jamaika damals initiiert worden sind und eben auch viele gute Förderprogramme, die auf Bundesebene laufen, dort angesprochen sind. Aber es ist genau der richtige Weg. Also da sind eben auch sehr umfangreich viele Punkte da, die eben zeigen, wie wir die Wärmewende voranbringen können. Deswegen werden wir diesem Alternativantrag zustimmen. Vielen Dank.